Jo, dann würde ich sagen, fangen wir an. Die, die schon momentan sind, haben sicher mitgekriegt. Ich habe noch in den letzten paar Sekunden noch ein bisschen was hinzugemacht. Ich will euch eigentlich vor allem erzählen, was vor allem ich so schön an dem neuen Debian-Release finde, was da alles Tolles Neues drin ist, was das alles Neues kann und auch was nicht mehr drin ist, was rausgeflogen ist. Aber das soll nicht der Fokus sein. Debian 10 Buster soll am 6. Juli released werden. Das Release-Datum wurde vor wenigen Tagen angekündigt. Im Stand der Folien ist heute, wenn ich euch hier sage, die und die Pakete sind drin, dann kann das bis in 3 Wochen nochmal ändern, wenn irgendeins von den Paketen, sagen wir mal so, doch noch rausfliegt, weil es nicht baut, weil irgendwelche komischen Sachen drin sind, inkompatibel, weiß der Geier was. Die Chancen sind gering, aber es kann passieren. Ich werde sicher nicht alles, was auf den Folien steht, erzählen, sondern zu jedem zweiten, dritten Teil ein paar Anekdötchen vielleicht noch. Ihr könnt die Folien auch unter der URL hier selber nachher oder gleichzeitig noch durchschauen. Sie sind nicht 100% aktuell, weil die Folie hier fehlt, zum Beispiel. Aber ja, legen wir los. Es gibt eine ganze Ladung Pakete, wo, wie soll man sagen, so zum Kern von der Linux-Distribution gehören, wo die Leute interessiert, welche Versionen da drin sind. Zum Beispiel haben wir vom Linux, der Kernel, die Version 4.19 dabei. Mittlerweile ist, glaube ich, der Kernel selber schon bei 5.2. Aber das ist die Version, die jetzt seit Monaten in Debian drin ist und immer wieder noch weiter Bugs drin geflickt werden und keine neuen Features mehr reinkommen. Auch interessant vielleicht, bei Xorg scheint nicht mehr viel zu passieren. Das ist irgendwie auch in Stretch schon die Version 7.7 gewesen. Die Debian-Pakete haben weitere Patches erhalten seither, sind vermutlich stabiler als damals, beziehungsweise kompatibel mit anderen Versionen, anderen Paketen, jetzt, die jetzt drin sind. GNOME haben wir 3.30, bei KDE das Plasma 5.14. Ich muss zugeben, ich blicke nicht ganz durch bei KDE, wie die Versionierungsnummer ist, weil irgendwie, also 5.14 ist die Version von dem Plasma, zu KDE gehört wohl irgendwie mehr. XFCE ist auch unverändert, die Version 4.12. Apt haben wir dann wieder einige Entwicklungszyklen hinter uns, DPKG genau einen. Das ist so typisch bei DPKG mittlerweile, pro Debian-Release ein Entwicklungszyklus, während Apt sich mittlerweile eher an den Ubuntu-Release-Zyklen orientiert und dort ein Release all halb Jahr draus macht. Bei Aptitude vor allem kleinere Verbesserungen reingekommen. Wir sind von 0.8.7 auf 0.8.11 gesprungen. Auch ein paar kleinere Features sind, glaube ich, noch reingekommen. Weitere Felder, die man anzeigen lassen kann, etc. Auf der Webserverseite sind wir von PHP 7.0 auf 7.3 gesprungen, von Apache 2.4.25 auf 2.4.38, also auch keine großen Sprünge, aber es ist zum Beispiel beim Apache jetzt mit dabei, das Mod SD, habe ich vergessen wie genau, das erlaubt im Apache selber drin, Let's Encrypt-Zertifikate sich herunterzuladen und einzubauen. Das kam irgendwann in dem Release-Cycle dazu. GCC sind wir mittlerweile bei 8.3. Stretch war, glaube ich, 6.0 oder so. CLang und LLVM sind sowohl die Version 6 als auch 7 drin. Ich glaube, die 7er ist die Default und 6 braucht es für irgendwelche anderen Sachen noch. Bei den Shells haben wir auch etwas größere Sprünge gemacht von der gefühlt ewigen Bash 4.4 sind wir auf 5.0 gesprungen. Bei Zshell, glaube ich, von 5.6.2 auf 5.7.1 oder so. Müsste ich eigentlich besser wissen, ist mein Paket. Nur Emacs haben wir wieder nur eine Version, nicht wie bei Stretch 24 irgendwas und 25 irgendwas, sondern nur nur Emacs 26.1. Dort heißen auch alle Pakete jetzt nur noch Emacs und nicht mehr Emacs 24, Emacs 25, Emacs 21, sonst was. Ja, bei Vim sind wir bei Version 8.1. GNU Screen hat auch noch ein paar Iterationen mitgemacht. Ich glaube von 4.5 irgendwas auf 4.6.2. Tmux gibt es eine neuere Version. OpenSSR sind wir bei Version 7.9 angelangt. Die ist mittlerweile schon gefühlt relativ lang draußen. Eigentlich würde ich erwarten, dass da upstream demnächst was Neues kommt.
Bei OpenVPN ist aufgefallen, dass eigentlich beides mal eine Version 2.4, aber halt doch meiner Version aktueller. OpenSSL sind wir bei Version 1.1.1.1.1c momentan, wobei das der C sagt ja sozusagen die Bugfix-Version für dieses OpenSSL-Release. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwann auch 1.1.1d in Debian Stable sehen, wenn ich so zurückschaue auf die letzten 1-2 Releases, wie es dort gemacht wurde. Also 1.1.1.1, 3x1, bleibt, aber der Buchstaben könnte sich hinten noch ändern, weil das reine Bugfixes sind. MariaDB ist von 10.1 auf 10.3 gesprungen, PostgreSQL glaube von 9 auf 11.3. Auch sonst haben wir diverse Sachen noch zu erwähnen wäre vielleicht hier noch Mutt. Mutt war bisher, also mindestens in Stretch, und Jesse eigentlich ein Neomutt. Das heißt, es war Mutt mit allen Neomutt-Patches, weil Neomutt eigentlich nur als Patch gegen Mutt ausgeliefert wird. Irgendwann hat sich aber der Mutt-Autor beschwert, dass Debian hier einen Mutt verkaufe, aber dass hier eigentlich ein Neomutt sei und kein Mutt. Und es gefälligst den Neomutt-Patch wieder rausnehmen solle. Und deswegen gibt es mittlerweile zwei Pakete, nämlich einerseits Mutt und einerseits Neomutt in Debian. Perl sind wir mittlerweile bei 5.28. Das ist das Perl-Release von letztem Jahr. Version 5.30 kam Anfang diesen Jahres raus und war damit zu spät für den Fries. Und auch die große Migration, die ein Perl-Sprung immer mit sich bringt in Debian, hätte nicht mehr gereicht. Auch bei Python diverse kleinere Sprünge, ich glaube von 3.5 auf 3.7 hier. Und ja, 2.7 bleibt 2.7, da gibt es halt dann einfach die Bugfix-Releases. LibreOffice sind wir bei Version 6.1 irgendwas, 5 glaube ich. CUPS ist auch noch interessant, auch wenn es dann nur einen Sprung von 2.2.1 auf 2.2.10 gab. Da komme ich nachher nochmal zu, gibt es noch einige nette neue Features. Außerhalb von Paketen, da hat sich auch diverses noch getan. Einerseits man hat es für Stretch eigentlich schon geplant und dann kurzfristig zurückgezogen, weil es nicht sauber funktioniert hat. UEFI Secure Boot Support. Wir haben diverse Pakete in Debian Buster, die auf die Endung -signed enden. Und diese Pakete sind im Prinzip gebaut worden aus einem bereits gebauten Paket plus der digitalen Signatur. Und sind damit, wie es genau funktioniert, muss ich passen, aber werden von UEFI Secure Boot als signiert angesehen und akzeptiert. Dann auch eine Änderung, die in Ubuntu schon, glaube ich, ein Stück weit vorher gemacht wurde. AppArmor als Security-Plattform innerhalb von Linux ist per Default aktiviert. Damit ist Debian eben Ubuntu gefolgt und nicht auf den SE-Linux-Zug wie Red Hat Fedora aufgesprungen. Die deutschsprachigen Manpages scheinen irgendwie einen Warp-Sprung gemacht zu haben. Zumindest wird es explizit in den Release-Notes erwähnt. Selbst aufgefallen ist es mir bisher nicht, weil ich meistens die englischen lese. NFTables ist jetzt das offizielle Backend oder das Default-Backend für IP-Tables und die alten X-Tables sind aber noch da und man kann per Update Alternatives zwischen den zwei Backends wechseln. Und hier eben auch, wie ich schon vorhin gesagt habe, trotz nur meiner Version-Sprung bei CUPS, unterstützt CUPS jetzt treiberloses Drucken. Es gibt da irgendeinen AirPrint-Standard, der auf Multicast-DNS, bei Mac heißt es Bonjour, irgendwo anders heißt ZeroConf, aufbaut. Und ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, aber andererseits Drucker habe ich, glaube ich, seit Jahren nicht mehr angefasst. Deswegen, ja. Was ich noch schön finde, es hat zwar keine neuen Hardware-Architekturen dazu gegeben, aber es ist Support dazugekommen für viele kleine 64-Bit-Armboards, Single-Border. Einerseits eben NanoPy, eine Version von Olimex, die Olinuxinos, die gelten als somit die freiste Hardware in dem Bereich. Ich weiß nicht, wie viel da wirklich frei ist, ob sie auch die Schemata offenlegen, aber mindestens braucht das Zeug keine Binary-Blobs.
Im Gegensatz zu manchen anderen, wie ich glaube der Pine 64 hat da auch noch ein bisschen Mühe. Die Pinebooks, die irgendwie jetzt seit ein, zwei Jahren durch die Szene geistern, sind mittlerweile auch offiziell unterstützt. Und noch diverse von den anderen, ich sag mal vorsichtig, Raspberry Pi Lookalikes. Aber eben alles 64-Bit. Auch der Raspberry Pi selber ist nach wie vor nur in der 64-Bit-Variante, ich glaube ab dem 3er, Raspberry Pi 3, unterstützt. Braucht aber Binary Blobs. Beim Debian Installer, per Default, wenn man jetzt einen Debian installiert, einen Buster, bekommt man das Merged User, das heißt slash user bin und slash user sbin sind Symlinks nach slash bin und slash sbin. Wer das nicht mag, ich muss zugeben, ich habe noch keine Installation damit gemacht. Ich weiß nicht, ob man es im Installer abwählen kann. Ich vermute im Expert-Modus schon irgendwo. Wenn man mit Debootstrap sich ein Debian aufsetzt, also sprich irgendwo auf eine Platte drauf bootstrappt, da gibt es die Option minus minus no merge user und damit kann man das wieder abschalten. Dann CryptSetup hat den Default für das On-Disk-Format gewechselt von Lux 1 auf Lux 2, was irgendwie vor allem bezüglich der Robustheit Vorteile bringt. Und wenn man aber jetzt irgendwie ein Upgrade macht, dann wird das und eine verschlüsselte Platte hat, dann wird das nicht konvertiert, sondern es ist einfach bei Neuinstallationen. Wie macht man dann Upgrade? Von Lux 1 auf Lux 2. Also musst du vorher von Hand machen? Da muss ich passen, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Kommt aber vielleicht irgendwann auf die Frage, ob ich das irgendwann mal machen will. Aber ich vermute schwer, dass er einen Großteil von der Disk neu schreiben will. Ich weiß nicht, ob er bloß vorne den Header neu schreiben muss oder ob da mehr drin ist. Ich vermute, es braucht mehr. Das musst du machen, bevor du ein Upgrade machen kannst in dem Fall. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht, ehrlich gesagt. Einfach bei Neuinstallationen ist es das neue Format und bisher war es das alte Format und es wird nicht automatisch konvertiert. Müsstest du mal bei den Lux-Leuten nachschauen, ob das überhaupt möglich ist. Ich weiß es nicht. Muss ich passen. Apt hat auch noch ein paar Änderungen bekommen, die mir interessant scheinen. Einerseits, wir hatten ja schon paar Sicherheitslücken in Apt, wo unter anderem entstanden sind, weil man versucht hat, Privilege Separation einzubauen. Da wurden jetzt diverse Module in oder die optionale, also die Möglichkeit eingebaut, dass diverse von diesen Komponenten in Sandkisten laufen. Und das andere ist noch Unattended Upgrades, das ist zwar nicht direkt aus dem Apt-Quellpaket, aber auch irgendwie so ein Dunstkreis. Das ist das Paket, was automatisch Updates einspielt. Das hat bisher immer, wenn man zum Beispiel bei einem Stable Release ein Minor Release hatte, wo sagen wir mal irgendwie eine neuere Firefox-Version reinkam, die nicht gerade bloß ein Security-Update war, bei Firefox, vielleicht schlechtes Beispiel. Was haben wir da gehabt? Nehmen wir mal Certbot. Wenn Let's Encrypt zum Beispiel sein Protokoll ändert und eine neue Certbot-Version deswegen gebraucht wird, die kommt dann nicht als Security-Update, sondern die kommt in einem Stable-Miner-Release. Und bisher hat Unattended Upgrades solche Pakete nicht aktualisiert, sondern ausschließlich Security-Updates. Und das haben sie geändert. Mittlerweile sollten auch bei Miner-Stable-Updates alle Pakete, die zum Miner-Stable-Update gehören, aktualisiert werden. Ich denke, das ist prinzipiell gut, aber heißt ein klitzeklein bisschen mehr auf die Systeme achten, wenn sie so ein automatisches Update gemacht haben. Ja, dann kommen wir zu der riesigen Liste von neuen Paketen. Es sind 13.500 Schlag mich tot neue Binary-Pakete gelandet in Debian. Ich habe irgendwo die Liste bei mir auf der Platte und habe da mir einfach jetzt mal ein bisschen Zeugs, was mir aufgefallen ist, rausgepickt oder wo ich auch schon wusste. Für NotMuch gibt es einen neuen grafischen E-Mail-Client, also NotMuch ist so Tag-basiertes E-Mail-Sortieren. Der heißt Astroid, darf man nicht verwechseln mit dem Python-Modul Astroid, wo das Quellpaket Astroid heißt und das Binärpaket Python-Astroid oder so.
Dann von Apple ihr Kalender und Kontakt Server ist mit dabei. Er scheint Open Source zu sein in dem Fall. Zwei Implementationen des Active Sync Protokolls. Einmal Z-Push, D-Push. Ich kenne den Unterschied nicht. Ist aber irgendwas, was ich mir vielleicht irgendwann mal anschauen will. Dann von Mailman die lang erwartete Version 3, die viel aufgeteilter ist. Also Mailman 2 war einfach ein Paket, eine Anwendung mit allen möglichen, mit Runnern, mit Webinterface, mit Config-Management, weiß der Geier was. Und Mailman 3 hat das schön separiert. Es gibt den Core, es gibt das Webinterface, das heißt irgendwie nicht mehr Mailman. Ist alles mit jetzt dabei. Dann eben, wie schon erwähnt, Neomod. Und auch interessant, Schleuder ist wieder dabei. Das hätte ich eigentlich in die Kategorie wieder dabei legen sollen, fällt mir ein. Wobei das, glaube ich, Schleuder, also es ist ein größerer Versionssprung. Schleuder ist der Mailinglisten-Server, den wir zum Beispiel beim CCC Schweiz für die Members-Liste, die verschlüsselte, nehmen. Man schickt eine verschlüsselte Mail hin, an den verschlüsselt für den Key des Mail-Servers. Und er schickt es dann verschlüsselt für jeden einzelnen Empfänger der Mails weiter. Und zwar so, dass in den Header nicht erkennbar ist, von wem das Original kommt. Weil die eigentliche Mail ist dann innen drin so, naja, nicht als Attachment, aber mit, die relevanten Header sind in der, im Body der Mail dann nachher drin. Ja. Chat, da hat sich sehr viel getan. Ich gehe mal ein bisschen runter, damit man alles sieht. Bitlbi ist ein Irk zu Instant Messaging Gateway, da gibt es neue Plugins für Facebook und Mastodon. Dann Local Slack Irk, das ist ein Single-User. Daemon, also wird nicht als Daemon gestartet, sondern man muss ihn als eigener User starten und dann kann man unter dem User verbinden mit einem Slack, aber über den Irk-Client, den lokalen. Habe ich im Einsatz, weil irgendjemand in meinem Dunstkreis entschieden hat, Slack wäre eine gute Idee. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, aber gut. Es funktioniert so leidlich aus meiner Sicht. Ich habe diverse Bug-Reports geschrieben in den letzten Monaten. Ja, dann relativ viel ums Matrix-Protokoll ist reingekommen. Einerseits der Matrix-Home-Server. Allerdings ist es nicht die vor zwei Wochen erschienene Version 1.0, sondern irgendeine Version, die so im Flux zwischen der Migration von alten Ideen und neuen Ideen ist. Ich habe sie versucht zu installieren. Es geht, aber es ist viel Handarbeit bei der Konfiguration notwendig. Ja, und dann drei Clients, wobei der Revolt irgendwie nur so eine Art Meta-Client ist. Er macht irgendwie dann ein eigenes Webbrowserfenster mit irgendeinem webbasierten Client auf. Nicht so meins. Telegram Desktop, die offizielle Telegram Desktop Anwendung ist dabei. Die ist in Stretch bisher schon als Backports da. Für das Tox Chat System gibt es auch zwei Clients. Einmal schöner großer grafischer und einerseits irgendwie ein relativ kompakter kleiner. Ein Mastodon Client kam rein, Toot. Es gibt auch noch den Tootle. Und der ist leider wieder rausgeflogen, weil baut nicht mehr. Und dann gibt es noch einen Java-Client namens DinoIM, wo ich nicht ganz verstehe. Die sagen, sie sind ein moderner Client, aber warum heißen die dann Dino? Das ist irgendwie was Altes. Und vor allem, ich meine, Werbung damit zu machen, dass das aussieht wie Conversation, ist zumindest für mich Anti-Werbung, weil dann will ich ihn garantiert nicht. Aber gut, Geschmackssache. Ja. Bereich Hardware und Systemmanagement haben wir auch diverse Pakete. Einerseits Autorandre, das heißt ein kleiner Daemon, der unterm User läuft. Wenn ich irgendwie Monitor dran stecke, dass er automatisch meine Displays so konfiguriert, wie ich es haben will. Ja, was wäre sonst noch rauszuholen? RIA, das ist ein Bare Metal Disaster Recovery Backup System, wo man im Prinzip eine CD brennt mit den wichtigsten Dateien wie Kernel, Bootloader etc. und dann im Zweifelsfall ein komplett kaputtes System mit leeren Platten drin genau identisch wieder aufsetzen kann, ab CD halt. Ja, dann
Was auch interessant ist, dass das wieder auftaucht, aber ich eine Systemadministration von einem Linux-Server komplett über ein Webinterface und gemischt, was da. Und ja, wenn man etc-hosts gern verwendet für zum Beispiel Blacklisten wie adservice.google.com, ist bei mir da drin mit der IP 0000. Und wenn man da nicht jedes Mal bei jeder Änderung, es ist halt, man will es auf allen Systemen haben, aber jedes System hat so dezent andere sonstige Einstellungen. Mit Hostfiles kann man das irgendwie managen. Ja, Versionskontrolle, Bazaar ist glaube ich schon, weiß ich, ob es auch ein Stretch drin war, aber also es gab Bazaar, dann gab es BZR, auch gesprochen Bazaar, und jetzt haben wir Breeze, BRZ, das ist der Ubuntu-Fork von dem Ubuntu-Fork oder irgendwie so in die Richtung. Es ist irgendwo so die Decke Bazaar, aber die aktuellste Implementation und noch gepflegt. Diverse Plugins für Git, einerseits den Large File Support und dann zwei Pakete, wo ich die Namensfindung sehr, sehr unglücklich finde, weil sie sehr ähnlich heißen und genau das Gegenteil machen. Das eine ist dafür da, um Credentials in Git speichern zu können, ohne dass es andere auch benutzen können. Und das andere ist dafür da, um zu verhindern, dass Credentials in Git gespeichert werden. Und ich kann mir nie merken, welches ist, wegen der Namen. Ja, diverse nette Tools rund um Kompilieren etc. Einerseits, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was der Credential-Scanner genau macht. Mist. Debug.me ist ein Tool, wo irgendjemand, sagen wir mal, unbedarft, dass bei dem irgendeine Anwendung wegcrasht, starten kann und dann der Entwickler remote diese Anwendung debuggen kann. Klingt scary, aber ich habe es irgendwann mal durchlesen, so es ist schon relativ ausgefuchst, wie sie das machen. Habe es aber selber dann noch nie gebraucht. Ja, CCD für ein weiteres Diff-Tool, das Farben auf der Kommandozeile rausgibt und einen weiteren kompakten C-Compiler. Zertspotter ist noch interessant, der schaut die Zertifikatslogs, die Google also führt, durch, ob für die eigenen Domains da irgendwelche Zertifikate ausgestellt worden sind, die man vielleicht nicht selber ausgestellt hat. Dann gibt es diverse Sachen rund um das Trusted Platform Module, was in manchen PCs drin ist, und den Crypto Undertaker. Das klingt irgendwie schlimm, ich weiß auch nicht, die Beschreibung ist suboptimal. Das ist im Prinzip ein Tool, mit dem man in einer Datei ein komplettes verschlüsseltes Filesystem irgendwo auf dem USB-Stick oder so haben kann. Wird unter anderem als Plugin benutzt vom Passwort-Safe Pass. Ja. Dann diverse Tools rund um Tor und ähnlichen Anonymisierungsnetzwerken. Einerseits I2P ist ein eigenes Anonymisierungsnetzwerk. OnionShare, das ist ein Tool, da kann man sagen, okay, ich habe hier eine Datei, ich bin hier gerade irgendwie hinter Carrier Grade NAT, weiß der Geier wo, und von außen kommt man nicht ran, aber ich will die irgendwie dem Kollegen in Australien schicken. Und sie ist aber groß. Und was man dann machen kann, ist mit OnionShare sagen, so, bitte diese Datei publizieren im Tor-Netzwerk, dann generiert er eine Onion-Adresse in Hidden Service und der andere kann über das Tor-Netzwerk auch die Datei dann runterladen, und sobald man das Onion-Share wieder beendet, dann ist der Hidden Service auch wieder weg. Ist sehr nett. Und dann noch eben ein relativ kompakter Proxy, der Fokus auf Anonymisierung hat. Ja, das sind wohl mehrere Pakete, mir ist jetzt das eine bloß aufgefallen. Zu OnionShare muss man aber sagen, ja, wenn in den USA gerade Rush Hour ist und die Arbeit zu Ende, dann nehme ich lieber SyncDing. Okay. Wenn dann alle nach Hause kommen und Porn schauen wollen, dann bist du dann schlechter unterwegs. Dann würde ich lieber auf. Du meinst dann das Tor-Netzwerk ausgelastet? Ja, korrekt. Okay. Also da muss man auf die Uhrzeit beachten, wenn man das benutzt. Wenn es in größere Dateien geht. Ja. Sonst sitzt du da die Nacht. Dann gibt es diverse Pakete rund ums Abhärten von einem System. Eins, ich habe noch irgendwas vergessen, es gibt auch noch ein zweites Hardening Kernel oder so. Sollte ich bei der nächsten mal reintun. Es gibt diverse Pakete Hardening-irgendwas, die primär Config-Dateien mit sinnvollen Standards zum Abhärten eines Systems beinhalten. Unter anderem
Hardening Kernel, weiß nicht genau, wie es heißt, tut halt diverse sysctl-config-Schnipsel reintun, die den Kernel abhärten. Lockdown scheint in die gleiche Ecke zu gehen. Dann InfNoise, das ist ein Treiber für Hardware Random Number Generator, der vor einem halben Jahr auf Crowd Supply war. Fand ich relativ schön, dass da der Treiber so schnell in Debian war. Also gut, ich habe ihn vor einem halben Jahr entdeckt, habe mir eins bestellt und das hat mir zumindest auf einer Maschine auch durchaus geholfen. Dann als Alternative für NTP ist NTP-Sec mit dabei. Das ist ein Fork von NTP rund um, glaube ich, Eric S. Raymond und Co., die gesagt haben, wir schmeißen den ganzen Legacy-Rotz, der da drin ist, raus und schreiben das Zeug nach sicherheitstechnischen Gedanken frisch. Ja, und ich sag's mal so, tut bei mir, aber mein Monitoring-System hat mehr Mühe und meckert öfters, dass das NTP nicht täte. Bin mir nicht sicher, woran es liegt. Und USB-Auth ist eine Möglichkeit, um sozusagen eine Firewall vor USB-Ports zu hängen, oder genau dahinter, genau. Was genau der Unterschied zum USB-Guard, der schon in Debian drin ist, habe ich noch nicht angeschaut. Bei mir tut der USB-Guard in den meisten Fällen relativ gut. Einzelne Geräte mag er nicht so. Die meckert er jedes Mal an, wenn ich sie einstecke. Müsste ich mir auch mal noch anschauen, bin ich nicht zugekommen bisher. Dann ein Tool zum Streamen, das werden wir vielleicht mal für den Hackerfunk ausprobieren, Band. OpenCubic Player hat es wieder reingeschafft, der war schon mal drin, das ist irgendwie so, ich glaube, Amiga, Atari, fragt mich nicht, irgendeine andere Plattform kommt der her. Streamlink ist der Ersatz für Linkstream, auch ein kreativer Name. Es ist ein Kommandozeilentool, um zum Beispiel Twitch zu gucken, dass man nicht irgendwie die komische Gnome Twitch GUI aufmachen muss. Und Tab Tempo, das ist so ein bisschen was wie hier die Katze. Man haut halt irgendwie auf die Leertaste und er sagt dir nachher, in welchem Takt man draufhaut. Ganz simples Tool. Dann, von Dump C90, da gibt es irgendwie 1000 Forks gefühlt, deswegen heißt das Paket hier nicht Dump C90, sondern Dump C90 Mutability, weil es irgendwie von dem GitHub-User Mutability oder sowas ist. Das ist ein Web-Interface zu einem, mit dem man, also ein Daemon plus Web-Interface, wo man mit einem entsprechenden RTL-SDR, USB-Stick oder ähnlichem die Signale von Flugzeugen, die Positionssignale empfangen und anzeigen kann auf einer Webseite. Habe ich irgendwo auf einem Raspberry Pi bei mir zu Hause laufen, kann ich nachher auch mal zeigen, wer neugierig ist. Im Bereich 3D-Druck ist noch Cura dazugekommen, das scheint sehr beliebt zu sein, um den Code, den man nachher an den 3D-Drucker schicken muss, aus irgendeinem 3D-Design zu generieren. Ich habe es zumindest bei uns im Hackerspace auf dem Mac schon gesehen. Self-Hosting, da hat sich auch viel getan. Die Freedombox ist endlich in Debian. Und zwar einerseits als Image-Builder und andererseits auch wirklich als Paket mit ganz vielen Abhängigkeiten, die alles Relevante hinterherziehen. Freedombox ist die Idee, du stellst dir irgendwie so eine günstige NAS-Hardware hin und installierst darauf alles, was du für Self-Hosting brauchst. Irgendwie einen Web-Server, einen Java-Server, einen Cloud-Server, also Cloud, Nextcloud oder Nextcloud wird es wahrscheinlich sein. Weiß nicht, was da alles drauf ist, irgendwie so Etherpad und lauter so Zeugs. Synapse hat er, glaube ich, jetzt auch schon drin. Ja, ist, glaube ich, auch drin. Dann C-File ist auch so ein Private Cloud Infrastruktur. Da sind die Clients als auch der Daemon mit drin. Bei DNS kam neu dazu eben Curve DNS und der Not Resolver. Not Resolver ist zum Beispiel eine Alternative zum Unbound, ist genauso wie Unbound ein DNSSEC validierender lokaler DNS-Resolver, der im Normalfall die, wenn man es nicht anders konfiguriert, die lokalen DNS-Server ignoriert, sondern alles selber resolved. Und es gibt da anscheinend sogar noch ein HTTP-2-Modul, wenn man irgendwie DNS over TLS machen möchte. Debian-spezifisches, da haben wir diverse Paketierungstools noch, also Image-Builder.
Was mich sehr gefreut hat, es gibt mittlerweile relativ viel Perl 6 in Debian. Einerseits der Ceph Package Manager, das ist so ein bisschen das Äquivalent zum CPAN, also zum Modul CPAN, nicht dem Archiv. Lintian Brush ist ein Tool, das Lintian Warnings, die von Lintian, also Lintian testet ein Paket auf irgendwelche Fehler, findet Fehler, schmeißt die hinten raus als Fehlermeldung und Lintian Brush räumt die gerade auf, versucht sie direkt zu flicken. Für Report Bug gibt es mittlerweile eine GTK-Oberfläche, eine GUI-Oberfläche, dass die Leute, die vielleicht mit Kommandozeile nicht so glücklich sind, da auch was Hübscheres haben. Und auch interessant, es gibt den Server hinter F-Droid als Paket jetzt. Man kann sein eigenes F-Droid-ähnliches Repo aufbauen. Und man kann den F-Droid-Client über die Android-Debug-Bridge remote vom Desktop aus auf dem Nattel steuern. Und Zyper, das ist die, wenn ich im rechten Sinn von SUSE, das Paketmanagement-Frontend, gibt es auch in Debian jetzt. Okay. Webbrowser haben wir auch diverse Sachen und Webserver. Einerseits Qt Browser ist drin, made in, naja, Zürich, Rapperswil. Ich weiß nicht, ist Flo eigentlich hier? Ich habe nicht gesehen bisher. Falcon ist der Nachfolger von, oh, wie hieß das Ding? Auch was mit QU vorne. Nicht Qt Browser, sondern. Oh, Mist, fällt mir nicht mehr ein. Sie haben irgendwie einen Browser in der im KDE-Qt-Kontext umbenannt. Und der heißt jetzt Falcon, ist in der neuen Version drin. Was ich sehr schön finde, weil ich es eigentlich tagtäglich brauche, U-Matrix, das Browser-Plugin, ist mittlerweile paketiert. Und wir haben noch einen neuen Gopher-Client bekommen, SAC. Ist Textmodus, also ja. Dann H2O-Webserver, der ist in Haskell geschrieben, ist standardmäßig ein HTTP2-Webserver mit allen möglichen Features. Sehr simpel über YAML zu konfigurieren. Ich habe an einer Stelle im Einsatz tut. Und ja, hier auch nochmal Kontext DNS over HTTPS. Irgendeine Möglichkeit, wo man das, ich glaube, vorne einen Webserver davor schiebt. Ja. Und General Purpose, ja gut, WebRTC, wenn man irgendwie seinen eigenen WebRTC-Server aufbauen möchte. Was war das gerade mit dem HTTP FS2? Du kannst anscheinend, wenn du, Apache macht jetzt zum Beispiel so Direct-Release-Dings, wenn du kein sagst, wenn du es ihm erlaubst. Und anscheinend gibt es ein Fuse-Modul, mit dem man das dann mounten kann. Auch noch nicht ausprobiert, aber ja, klingt interessant. Aber ich stelle mir das irgendwie eher, wie soll man sagen, ich wäre misstrauisch, ob das wirklich so gut funktioniert. Weil so Webverzeichnisauflistungen sind, jeden Webserver sehen sie anders aus. Vermutlich tut es mit den bekannteren. Noch nicht ausprobiert, aber ist einfach aufgefallen, klingt interessant. Dann diverse nette Kommandozeilentools. Exa ist irgendwie ein Replacement für LS, es ist vor allem bunt und spaltenorientiert und ja. FD-Find ist ein Find-Replacement mit etwas gängiger Kommandozeilensyntax, wo ich durchaus Verständnis habe für die Kritik daran, aber andererseits, Find macht recht genau das, was man ihm sagt, wenn man weiß, wie man es ihm sagen muss. LS-Mount ist auch so im Prinzip ein buntes und spaltenorientiertes Cut-Proc-Mounts, aber auch schöner lesbar, als wenn man Cut-Proc-Mounts macht. PX ist irgendwie ein Ersatz für Top und PS. Auch bunt. So richtig die Vorteile. Also ich mag immer noch Hardtop lieber. Sagen wir es mal so. Ja, und RipGrep behauptet, nein, RipGrep ist schneller als Grep. Ich bin irgendwie so auf Faktor 2 gekommen bei mir, bei irgendwelchen Tests auf Gigabyte von Daten. Nachteil, es ist nicht so ganz eindeutig, was es durchsucht und was nicht. Und die Stelle, wo er entscheidet, oh, das ist ja doch noch Binärschrott, das ist ja gar nicht Text, ich höre mal auf, an der Datei irgendwas weiterzumachen. Das sind sie gerade bei RipGrep selber am Ändern, Umbauen. Da gibt es diverse Bugreports mit riesenlangen Diskussionen.
es ist schön, aber man sollte sich vorher wirklich die Manpage und die Optionen mal anschauen. Und man will vielleicht nicht die Default-Option, weil dann macht es andere Sachen als Grep. Dann funktioniert es vielleicht ein bisschen mehr so wie ACK oder AG. Und sucht nur durch bekannt lesbare Dateien. Ja, dann aus der Ubuntu-Welt drüber geschwappt. Hollywood und Wall Street, das sind irgendwelche Skripte rund um Tmux, die halt dann so den Bildschirm aussehen lassen oder das Terminal aussehen lassen, als käme es aus einem Hollywood-Film oder wäre es ein Wall Street-Ticker. Wenn ihr mal wieder irgendwelche Videoaufnahmen mit SRF oder so macht, kann man das ja auf dem im Hintergrund laufen lassen, dann sieht es auch so aus, als wären wir Hacker. Und, aber dann den Ton ausschalten. Ja, kann sein, dass irgendwas davon auch Krach macht, ich weiß es nicht. Da war irgendwas. Da gibt es Ton zu. Ja. Dann mindestens drei neue Terminal-Emulatoren sind, die mir aufgefallen sind. Ich weiß nicht ganz, wozu man einen GPU-based, also einen grafikkartenbasierten Terminal-Emulator braucht, aber vielleicht für irgendwelches Bling-Bling. Ja, und Tilix ist ein Tiling, ich glaube, der hieß früher anders, bin mir nicht ganz sicher. Kann sein Terminator oder sowas. Und dann zwei Tools zum Aufzeichnen von einmal entweder Terminal, das Peak ist glaube ich für generell für Bildschirminhalt aufzeichnen als Animated GIF. Okay, gut. TermRec ist sowas ähnliches wie TTYREC, es soll irgendwelche Vorteile drüber haben, steht in der Mainpage. Also Peak ist straightforward, kann ich okay. Kurz mal selbst zugeben, kann man benutzen. Gut. Wenn man Context Monitoring, Logging, diverse Kommandozeilen-Tools zu irgendwelchen Monitoring-Systemen, also Xymon und Zabbix, dann auch wieder so ähnlich wie das Hollywood, aber halt mit echten Daten und sinnvollen Daten, S-TUI, das ist wirklich so Fullscreen und dann kriegt man schöne Grafiken im Textmodus, so aus Blockdiagrammen gemacht und farbig, ist ganz nett. NetData ist gefühlt das gleiche, bloß halt im Webbrowser, auf der lokalen Maschine, mit dem Webserver und allem Pipapo hinten dran. Ich verstehe immer nicht, wie das so schnell sein kann, obwohl es so viel Zeugs hinten dran macht. Bei Nagios ist die Version 4 reingekommen mit einem eigenen Paketnamen. NetConsole ist auch noch nett. Ich hatte immer Mühe, NetConsole sauber zu konfigurieren, wenn ich irgendwie einen Kernel-Crash oder sowas debuggen will, weil er mir das letzte Zeugs nicht mehr auf die Platte schreibt. NetConsole ist ein Paket, das die Konfiguration davon einfach viel einfacher macht. Dann IAQ-Top ist ein Top, das aber nicht Prozesse, sondern halt Interrupts monitort, welcher Prozess wie viel Interrupts macht. Ist lustigerweise Bestandteil von eigentlich diesem Quellcode, nämlich dem IPTables NetFlow. Das ist ein Kernel-Modul und IPTables-Plugin, mit dem man NetFlow-Daten, also Metadaten über Netzwerktraffic generieren kann. NetFlow ist ein Format, das Cisco erfunden hat, was früher ihre Router rausgespuckt haben. Komischerweise ist Cisco die Firma, die das Ding am wenigsten gut implementiert hat. Wir sind auf IPTables NetFlow umgestiegen. Das Paket habe ich gemacht, weil ich habe es gebraucht, um irgendwelche Cisco NetFlows zu ersetzen, die kaputt waren. Es braucht relativ wenig Load, aber man sieht die Load halt nicht wirklich in der Load, sondern weil es alles im Kernel Space läuft, gibt es halt das IAQ-Top als kleines Ruby-Skript dazu, um zu schauen, wie viel macht der eigentlich da im Hintergrund. Ja, und dann ist FreeIPA in Debian gelandet, mit kiloweise Paketen gefühlt. Und noch zwei PAM-Plugins, einerseits für neues Framework für biometrische Authentifizierung, ich weiß nicht, ich denke mal Fingerprintleser und so Sachen sind damit dabei, aber es scheint mehr generisch zu sein. Und eine Alternative zu PAM-SystemD, die kein SystemD braucht. Es gibt nämlich, kommt nachher noch eLoginD auch als Paket. Der erlaubt zum Beispiel diverse GNOME-Anwendungen, die eigentlich nur noch unter SystemD tun, plötzlich auch mal mit ohne SystemD benutzen zu können. Genau, da kommt er schon. Das ist so ein bisschen so meine Seite mit Sachen, die ich eigentlich nicht so toll finde, aber halt trotzdem irgendwie rein müssen. Diverse Sachen rund um Wayland, Screenshots machen unter Wayland das User-Merge als Paket, wenn man ein existierendes Debian-System umbauen will auf User-Merge. Ich will das nicht. Ich habe mein Meta-Paket Prevent User-Merge, dass das ja nicht draufkommt. Dann Rocket ist, glaube ich, eine Alternative zu Docker rund um Containern. Und dann noch
ja, Sachen, die mir einfach aufgefallen sind, weil sie irgendwie so schräg klingen. Also ein Paket, das schon heißt Mess Desktop Entries. Das soll bitte ja nicht mit meinen Desktop-Einträgen, also Icons, rummüllen. Nee, bitte nicht. Aber es ist eigentlich, Mess ist irgendwie eine Plattform und es sind wohl irgendwelche ROMs, die es da gibt und das tut einfach noch die Desktop-Icons dazu oder so, aber ja. Und Rebound, das ist ein Kommandozeilentool, wenn man irgendwie von Python oder Ruby oder irgendeiner modernen Sprache so ein Stacktrace irgendwie um die Ohren gehauen bekommt, dann kann man den da irgendwie, weiß ich, reinpasten oder es als Wrapper drumherum starten und es tut sofort dir alle Stack Overflow Antworten zu genau diesem Stacktrace anzeigen. Das ist ungefähr, naja, es ist nicht ganz so schlimm wie bei Stack Overflow aus der Frage kopieren, aber ja. JavaScript hat sich auch einiges getan. Einerseits gibt es tonnenweise neue jQuery-Plugins als Paket. Vue oder Vue oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist erschienen. Und Bootstrap 4, ja stimmt, das ist so deine Ecke. Ups, das ist ein bisschen wackelig hier. Und es gibt einen Helper, um aus NPM-Paketen Debian-Pakete direkt zu generieren. Eine Alternative zu NPM namens Yarn. Und ja, da ist irgendwie noch ein Backtick zu viel drin im Dings. Uglify.js als Kompressor oder er kann wohl in beide Richtungen, also kann es hässlich machen und schön machen, so ich das verstanden habe. Also Yarn, warum man Yarn braucht, das paralleles Installieren zum Beispiel, Schaller und lokale Pakete. Okay. Danke. Es sind auch schon mittlerweile viele Sachen eingeflossen in NPM. Ja. Und NPM übrigens kommt nachher auch noch auf einer Folie, ist wieder drin. Das war im letzten Debian Release rausgeflogen, weil irgendwie das Paket massiv veraltet war und sie sich entschieden hatten, also der Maintainer ist irgendwie verschwunden oder sowas, lieber gar nichts mitzugeben als die Asbach-Uralt-Version. Und das scheint jetzt wieder aktuell zu sein, einigermaßen. Dann LibreSwan, das ist ein Fork von StrongSwan, was ein Fork von OpenSwan ist. Also, ja, okay, gut. Eine weitere IPsec-Implementierung. Dann NetPlan.io, das ist das Netzwerk-Konfigurations-Framework, was Ubuntu mittlerweile benutzt seit 18.04 oder sowas. Diverse Network-Manager, VPN-Plugins und auch noch ganz interessant, man kennt das irgendwie von Windows, von Nutels her, wenn die erstmal irgendwo Netzwerk bekommen, dann schauen sie nach, habe ich denn richtiges Internet, komme ich denn raus und wenn nicht, zeige ich die Landingpage. Das gibt es als Network-Manager-Plugin für Debian jetzt auch und es versucht einfach eine Debian-Org-Host zu erreichen. Also nicht irgendwelche obskuren Hersteller-Hosts und schickt dann gerade noch ein bisschen Metadaten mit. Ja. Und dann ja, diverse Sachen noch. OSAFT ist auch ein netter Paketname oder Projektname. Mit dem Ding kann man zum Beispiel nachschauen, was für Algorithmen benutzen, SSL-Server etc. Und ja, Wi-Fi ist ein Skript, das zusammen mit RCrack-NG einem ja, Wordriving erleichtert, sagen wir es mal so. Kontext, Reproducible Builds Projekt, da gibt es diverse neue Tools, einerseits ja, für, na gut, es kommt vielleicht nicht aus dem Projekt, aber es ist im gleichen Kontext. Wenn man irgendwelche wissenschaftlichen Experimente hat, die in, sagen wir mal, Software ablaufen, dann kann man damit alles haargenau so paketieren in mehr oder weniger wie ein Container, sodass jemand anders das unter den gleichen Bedingungen hoffentlich nachvollziehen kann. Es soll einfach leichter machen, Experimente woanders nochmal nachzuholen, zu verifizieren, ohne dass man das Problem hat, dass man alles exakt gleich von Hand zu Fuß aufsetzen muss. Und UpgradeDiff, das ist ein Diff-Tool zwischen Bildern. Dann, ich habe immer behauptet, in Debian Buster gibt es irgendwie mindestens 6 Init-Systeme. Ich bin mir nicht sicher, ob alles davon wirklich als Init-System benutzt werden kann, aber mindestens Tiny und Pit1 sind Container-Init-Systeme. Einfach für Container, weil man da braucht kein volles Init-System. Runit oder Runit-Init ist der Teil, der noch gefehlt hat, um Runit auch als Init-System zu benutzen in Debian.
Und bei S6 bin ich mir nicht sicher, ob man das als Init-System benutzen kann, aber wir sind mindestens mit den anderen dreien plus System-D, System-5 Init und OpenRC bei definitiv 6 Init-Systemen in Debian Buster. Also da kann eigentlich jetzt niemand mehr behaupten, dass Debian nur auf System-D schaut. Im Gegenteil, es sind mehr geworden. Das heißt, OpenRC ist Mainline, bleibt wie Buster drin. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeschaut, aber mir ist es nicht aufgefallen. Ja, also wenn ich ein OpenRC-System migriere, dann bleibt das also OpenRC. Schauen wir gerade mal nach. Es ist jetzt wahrscheinlich am Beamer viel zu klein. Also im Moment ist es in Buster drin, Version 0.40.3. Und damit, ja. SSH, SSH Audit ist ein Tool, das schaut, welche Krypto-Algorithmen bietet ein SSH-Server an, etc. Also ist ähnlich wie das Tool vorhin, das OSAF für SSL, ist das halt für SSH. Dann SSH Tools ist anscheinend ein neues Paket aus dem OpenSSH Quellpaket. Das heißt, es sind wahrscheinlich irgendwelche Contrib-Skripte aus der OpenSSH-Welt. An Ping, Versionsanzeigen, etc. Ja. Und auch noch nett, oder habe ich auch noch irgendwie ein, ach, da ist ein Suchen und Ersetzen schiefgegangen, jetzt verstehe ich das. Tiny SSH Daemon ist ein minimaler SSH Daemon, der keine Passwortauthentifizierung kann, sondern nur SSH-Keys, der nur SSH-V2 implementiert oder auch nur einen Teil davon und auch nur relativ wenige moderne Krypto-Standards überhaupt drin hat. Muss ich unbedingt irgendwann mal ausprobieren, klingt sehr nett. Aber bin ich eigentlich irgendwie erst die Tage drüber gestolpert. Bei Temux, da gibt es ein Theme-Pack noch als Paket und einen Session-Manager. Da ich Screen benutze, kann ich da nicht allzu viel zu sagen. Und dann TLDR, oder wie Wente immer sagt, Tilda. Das ist ein Projekt, um Man-Pages, wie soll man sagen, menschenlesbar zu machen. Also sprich nur das Wichtigste, das was man wissen will, gleich als erstes. Und das ist aber irgendwie, die Manpages selber werden irgendwie auf einer Webseite gepflegt und man braucht einen Client, um die irgendwie runterzuladen oder anzeigen zu lassen dann. Und da gibt es irgendwie gefühlt 7 oder 8 Implementationen davon. Mindestens 2 sind in Debian mit dabei, nämlich die aus Haskell und die in Python geschrieben. Es gibt auch eine in Perl oder sogar 2 in Perl. Es gibt auch garantiert eine in Ruby und weiß der Geier was, aber ja. Ist vielleicht für Einsteiger noch eine ganz nette Sache, weil wenn man so Man Bash und dann 6000 Zeilen, gibt es vielleicht auch besser. Ja, und dann Sachen, wo ich irgendwie nicht groß habe einordnen können. Colorize, das tut einfach Text, den man reinpipet, auf der anderen Seite in bestimmten angegebenen ANSI-Farben wieder ausgeben. eWrapper ist das Programm UserBinE. Und zwar, wenn man irgendwie so Syntaxfehler in Datei so und so, Doppelpunkt, Zeilenposition, das pastet man dem rein und er geht in die Datei an die Zeilenposition. Ja, sei nett beim Debuggen. Fuse gibt es anscheinend eine Version 3, die ein eigenes Paket hat. Ghost-Algorithmen als Kernel-Modul. iRef, das ist was, was unsere Astronomen in der Physik andauernd benutzen. Finde ich schön, dass das jetzt in Debian aufgetaucht ist. Nochmal, ich sehe schon, wo das Muster ist, hier mit dem Backtick und dem doppelten Strich, muss ich noch flicken. PinEntry FLDK kommt aus dem PinEntry-Paket von den GNU-PG-Leuten. Es gibt jetzt einfach nicht nur GTK, Qt und ich habe vergessen, was noch alles, sondern es gibt jetzt auch noch FLDK. FLDK ist das Fast and Light Toolkit, extrem klein, extrem flott. Dillo ist zum Beispiel damit geschrieben. RMLint und die GUI dazu, das sind Tools, mit denen man einfach so Müllhäufen auf der Festplatte finden kann. So Verzeichnisse toDelete im Unterverzeichnis TMP, im Unterverzeichnis kannweg, so Sachen. Aber auch halt .cache, weiß der Geier was. Das macht relativ viele Sachen und zeigt dann, was es alles aufräumen könnte und dann kann man sagen, ja, das machst du nicht. Teensy, Kommandozeilen-Schnittstelle, wenn man irgendwie so
Teensim-Microcontroller benutzt und USB-Top, das im Prinzip Top halt für die USB-angeschlossenen USB-Geräte ist. Ganz viele Emacs-Plugin-Pakete, ganz viele neue Fonts und ganz viele neue Schriftenerkennungspakete haben wir auch noch gefunden. Viel zu viel, um aufzuzählen. Dann wieder dabei, ich habe ein paar Sachen vorhin schon erwähnt, wo eigentlich auch hier reingehört hätten, aber Docker ist wieder dabei. Oder vielleicht sogar das erste Mal, ja, ich glaube wieder dabei. DokuWiki ist wieder dabei, Icebreaker, das ist so ein nettes kleines Spiel mit Pinguinen. Lillipond zum Notensetzen, NPM eben ist wieder dabei. Omega, das ist ein in Java geschriebenes Tool, um Übersetzungen zu automatisieren. TTRS ist ein Webanwendung, die RSS-Feeds aggregiert und dann einen individuellen RSS-Feed bereitstellt. Und XChat, da gab es ja irgendwann den Fork HexChat und dann ist XChat aus Debian rausgeflogen und HexChat reingekommen. Aber irgendwelche Leute haben anscheinend XChat weitergeführt oder waren unglücklich, dass es den nicht mehr in Debian gibt und mochten HexChat nicht. Jetzt gibt es beide. Ja, nicht dabei. Das sind die Stellen, wo es vielleicht jetzt manche unglücklich sind. Ich weiß, der Raoul ist sehr unglücklich, dass WireGuard immer noch nicht dabei ist. Wenigstens ist er jetzt von Debian Experimental nach Debian Unstable gewandert. Dann leider erst nach dem Freeze aufgenommen worden. Sway, das ist ein Window-Manager für Wayland, der komplett, oder ich weiß nicht, ob komplett, aber der i3-kompatibel ist. Man kann ihm seine i3-Konfiguration vorwerfen und er verhält sich dann unter Wayland wie i3 unter X11. Dann Tootle, das ist ein Mastodon-Client und bei Telegram Purple habe ich auch noch einen Backtick vergessen im Quellcode, naja, flicke ich noch. Telegram Purple ist ein Telegram-Plugin für... Purple? Doch, John, Flinch und... Pitching, danke, ja. Sorry, akustisch nicht verstanden. Genau. Und was schon drin war, aber wieder rausgeflogen ist, Telegram CLI, das ist ein Kommandozeilentool, um Telegram auf der Kommandozeile bedienen zu können, das baut momentan nicht mehr. Und schon länger baut Amarok nicht mehr, der ist zwar in Stretch noch dabei gewesen, aber baut seit einem Jahr nicht mehr. Ich weiß nicht, was da los ist. Sie finden niemand, der es auf Qt5 portiert. Das kann, ja, das erklärt es, glaube ich, sehr gut. Und ja, Qt4 ist zwar nicht rausgeflogen, sie haben nämlich jemanden gefunden, der es noch für einen Release-Cycle von Debian mitpflegen will, weil es zu viele Anwendungen, glaube ich, rausgeschmissen hätte. Oder irgendjemand war jedenfalls unglücklich. Frage, ja? Das Tutorial, kommt das später noch wieder rein? Oder? Ja, es ist, Tutorial ist aufgenommen worden in Debian Unstable, nachdem Debian Testing eingefroren wurde. Das heißt, es kann nicht nach Testing migrieren und damit nicht ins nächste Release kommen, aber sobald Buster released ist, wandert es nach Testing und ist dann im Debian 11 mit dabei auf jeden Fall. Und vielleicht gibt es auch Backports, das kann man jetzt noch nicht sagen. Und das gleiche würde ich auch mit Telegram CLI irgendwann erwarten, wenn das geflickt wird, dass es dann vielleicht auch irgendwann als Backport verfügbar wird. Irgendwo habe ich das... Ah ja, ich habe... Klar, es gibt ein Binary, das tut momentan auch, aber es baut halt nicht mehr neu. Dann ganz rausgeflogen, Webboop oder Web... weiß nicht, wie man es ausspricht, aber es soll auf jeden Fall irgendwo auf Titten anspielen. Das ist auch der Grund, warum es rausgeflogen ist, obwohl es jahrelang mehrere Releases drin war, aber irgendwann gab es bei Debian irgendwie so einen Ruck in Richtung, wir wollen Zeugs nicht drin haben, was irgendwie gesellschaftlich nicht ganz so koscher ist. Und Conqueror ist rausgeflogen, weil es auf die Xul-Schnittstelle von Firefox baut, die seit Firefox 57 nicht mehr drin ist. Ja. Keine Sicherheitsupdates. Da haben wir auch wieder diverse Pakete, die keine Sicherheitsupdates, die deklariert keine Sicherheitsupdates in Debian bekommen. Das sind vor allem die WebKit-Implementationen, alle anscheinend außer WebKit 2 GTK. Vor allem aber halt auch die beiden Qt WebKit Web Engine Varianten und damit ist zum Beispiel Qt Browser leider ohne
Security Support für die Rendering Engine. Ist ein bisschen schade, aber ja. Und bei diversen Webanwendungen steht dabei, dass sie nur hinter passwortgeschützten Webservern verwendet werden sollen. Weil für nicht authentifizierte User gibt es keinen Security Support. Wen das genau interessiert, es gibt auch hier wieder das Paket Debian Security Support. Das hatte bis vor kurzem noch ein paar unschöne Bugs, die sind mittlerweile ausgeräumt. Und das bringt diese Datei mit, da stehen alle Sachen aufgelistet. Es gibt auch noch eine ganze Ladung mehr Dateien, wo irgendwo drin steht, dass irgendwie der Support für Firefox läuft aus, sobald das neue Release da ist. Also Stretch wird jetzt irgendwie demnächst wahrscheinlich keinen Firefox Security Support offiziell mehr haben, irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Versionen, die zu, also Pakete, die zwar in Debian drin sind, aber eben wo es die Versionen noch nicht mehr nach Buster geschafft haben. Python 3.8 findet man Debian Experimental, Perl 5.30, GCC 9.1, LLVM 9 Pre irgendwas und OpenJDK 13 Pre irgendwas. In Debian ist Version 11 drin, also da sind wir schon zwei Major-Versionen weiter in Experimental. Gut, Pre-Release. Und diverse Distributionen rundherum, die mehr oder weniger ähnliche Paketversionen haben. Das Ubuntu 19.04, was vor zwei Monaten rausgekommen ist, das ist während dem Freeze rausgekommen. Ich bin mir sicher, sie haben auch Pakete aus Ansible und Experimental in dem Moment genommen. Devoan wird wohl seinen Release 3.0 Beowulf irgendwann nach dem Buster-Release rausbringen und Grimmel von Dezember ist auch schon sehr nah an den Versionen, die in Debian Buster drin sind. Das, der Freeze war, glaube ich, irgendwann im Februar, Mitte, Anfang Mitte Februar. Kannst du bitte den Codenamen nochmal vorlesen von Grimmel? Knackenwatschen. Sehr schön. Ich habe mit Österreichisch kein Problem. Ja, und das wäre es auch schon. Ich habe keine Ahnung, wie ich in der Zeit liege, aber es hat keiner gemeckert. 56 Minuten. Oh, ah, ja, na gut. Nochmal die URL, wo ihr die Folien auch noch nachlesen könnt, weil ich habe ja nicht alles erzählt. Und die Release Notes, da steht auch diverses drin und da kommt sich auch noch ein bisschen was bis in drei Wochen dazu. Und wer einfach, weil es irgendwie immer wieder gefragt wird, es gibt Images mit Non-Free Firmware drin. Wenn man Hardware hat, wo nichts anderes drauf läuft, CD-Images, cdimage.org/cdimage/unofficial und dann kommt dann das Non-Free, aber ab unofficial kann man sich durchklicken. Ja. Heißt das, der Storm hat? Das ist mir egal. Weißt du, ich meine, Free Software Foundation und Debian, das ist so, die einen sagen mi und die anderen sagen mi. Debian sieht die GFDL als non-free an, weil sie irgendwelche Klauseln drin hat, dass bestimmte Sachen nicht verändert werden dürfen. Und das ist ein böses No-Go. Und die Free Software Foundation sieht Debian als nicht freie Distribution an, weil es halt dieses Non-Free-Repo gibt. Wo Debian immer schön dazu sagt, das ist nicht Bestandteil von Debian. Aber es gibt eine eigene Mailingliste für diese Diskussion. Und nur die ja. Also ein Vorteil in der Erde, dass Dornen Debian erwähnt, extra als freie Ah, okay. Hat sich die Meinung ausnahmsweise mal geändert? Ich dachte, die wäre immer noch... So sehr wahrscheinlich die Folie leer geblieben. Das ist noch eine Frage da hinten. Noch ganz kurz zu den unterschiedlichen Architekturen, weil du es nicht explizit erwähnt hast. Ich habe gesehen, RISC-V ist bei Debian grundsätzlich schon drin, aber noch nicht in Buster. Genau. Also RISC-V als Architektur gibt es seit irgendwie ein Jahr, anderthalb. Es ist einfach keine Release-Architektur, deswegen in dem Vortrag nicht drin. Aber RISC-V ist, da passiert verdammt viel, gefühlt. Also ich sag's mal vorsichtig so, RISC-V ist sicher auch nicht ein bisschen schuld dran, dass bei Aptitude so wenig passiert ist, weil unser Hauptentwickler auch RISC-V-Entwickler ist. Und der hat da, glaube ich, gerade vor allem Spaß. Also wahrscheinlich Debian 11 für... Kann sein, ja. Es ist... Die Kriterien für eine Release-Architektur hängen immer ein bisschen davon ab. Also es sind beinhalten und dann halt auch verfügbare Hardware, nicht Emulatoren. Und das ist bei RISC-V, glaube ich, momentan noch so ein bisschen ein Problem. Ich weiß nicht, also Stand vor einem halben Jahr. Dieses Jahr ziemlich stark auch. Hoffe ich, ja. Aber, ja.
Ja, dann danke ich fürs Zuhören. Hoffe, es hat Spaß gemacht und der eine oder andere hat was entdeckt, was er dann vielleicht, wenn er auf Buster upgradet, auch installieren will. Und wenn noch Fragen sind, ich bin noch da, aber ich muss auch noch meinen nächsten Vortrag vorbereiten.